Im Grunde brauchen wir halt eine Bildungsrevolution, weil, wie gesagt, alles jetzt Software wird, so halbwegs. Und weil das Materielle mehr durch Roboter geregelt wird. Wir wissen ganz genau, wie wir sein müssen, nämlich so wie Richard von Weizsäcker oder Michelle Obama. Diese Rollenmodelle sind ja da. Und dann müssten wir auch die Erziehungsrollenmodelle so machen, dass wir das irgendwo so hinkriegen. Und das ist meine Basisklage. Das hat wenig mit dem Internet zu tun. Das Internet erzwingt, dass wir jetzt höhere Persönlichkeiten sein müssen. Und was machen die Leute? Sie geben jedem ein Tablet. Also praktisch diese Persönlichkeitsfrage wird nicht diskutiert, sondern sie geben jedem Tablet und diskutieren, ob ein Lehrer die auch bedienen können müsste. Oder es ist einfach haarsträubend. Und an das Erziehungssystem geht keiner ran. Ich meine, wenn ich höhere Persönlichkeiten brauche, dann werden die ja quasi so bis zum dritten Lebensjahr, also bis Entry vom Kindergarten irgendwo schon geprägt. Das heißt, ich muss im Grunde den Leuten das Erziehen beibringen. Dann brauchen wir halt eine Vorstellung, welche Berufe eigentlich in Zukunft noch da sein werden und welche Fähigkeiten die brauchen. Und soweit ich sehe, das ist auch unbestritten. Also ich predige das seit 10 Jahren. Jetzt bin ich ein bisschen lang. Ich war erst ein bisschen unsicher, weil ich der einzige Rufer in der Wüste bin. Da fühlt man sich irgendwie komisch. Also das war bei mir jetzt immer. Also die Leute sagen, guck, du bist immer 10 Jahre oder 6 Jahre zu früh dran. Sag ich, ja, das merke ich auch. Dann fühlt man sich immer mit den Thesen so ein bisschen einsam. Jetzt kommt ja immer, die Einschläge kommen näher. Jetzt schreiben sie seit einem halben Jahr, die Hälfte der Berufe verschwindet. Das steht in meinem Buch Professionelle Intelligenz. Das habe ich gleich 2009 oder 10 geschrieben. Ich glaube 2010. So, das sind 6 Jahre her. Bis jetzt hat man nichts gemacht. Und es braucht einfach 10 Jahre, bis sie überhaupt das Problem erkennen. Und das Problem ist, dass wir zusätzlich zu den Fähigkeiten sowas wie Programmieren und sowas, sie sind Hardcore-Skills, Mathe, Deutsch, zusätzlich eben höhere Persönlichkeiten sein müssen. Also es gibt natürlich immer noch so Programmierexperten, die können sein, wie sie wollen. Also müssen einfach technische Spitzenspezies sein, aber zunehmend müssen die eben auch mit Kunden diskutieren und verhandeln, sind in verschiedenen Projekten, müssen mit Projektleitern klarkommen, in Meetings sich durchsetzen und so weiter. Und dann kommt raus, dass wir eigentlich eine höhere Persönlichkeit haben müssen. Wir können einfach nicht so Servicewüste Deutschland haben. Bin ich nicht zuständig? Also wir jammern ja aber so. Das geht in einem hochmodernen Hochleistungsteam nicht, dass einer sagt, du, da bin ich nicht zuständig. Und dann hacken sie sich im Meeting, ob er das jetzt machen muss oder nicht. Sondern man hilft sich. Und das heißt ja Teamarbeit und so weiter. Teamarbeit heißt einfach, dass sie alle vernünftige Persönlichkeiten sind, die irgendwie miteinander auch auskommen können und miteinander agieren können. Und das lernt man aber nicht. Das ist nicht Gegenstand der Erziehung. Also die Erziehung war früher einfach, du sollst brav sein, Punkt. Keine Baustelle machen, darfst nicht hauen. Also praktisch die Aggression wird völlig rausgeholt. Man sagt einfach, meine Mutter hat immer gesagt, wer Willen hat, kriegt was auf die Brillen. Also kriegst einen drauf, wenn du irgendwas sagst, ja so, und musst erst gehorchen. Man muss erst mal Lehrling sein, die Klappe halten und dann später als Meister darfst du dann rumschreien. Was alles falsch ist, ja, aus heutiger Sicht. Und aus heutiger Sicht muss ich auch in der Schule lernen, wie ich mit Konflikten umgehe. Ich habe nicht gesagt, dass ich mich ducken soll. Also das ist Flight Animal oder Fluchttier. Also das wurde uns beigebracht, halt die Klappe, wenn der Lehrer was sagt. Und sowas wie Angriffstier, was heute bei Verhandeln, Verkaufen ganz gut ist, wenn man ein bisschen so tougher sein kann, das wurde uns ganz rausgekämmt. Und jetzt sollen wir in der richtigen Wirklichkeit plötzlich Projekte leiten, mit anderen Leuten klarkommen, auch die uns anbrüllen als Kunden, irgendwie immer noch höflich umgehen. Und das sind ja so aggressive Stimmungen. Und jetzt muss ich mit diesen aggressiven Dingen dann unter Umständen auch klarkommen. Oder auch ganz harte Verhandlungen führen. Ich muss ja jetzt irgendwie Leute haben, die so einen Brexit verhandeln.